Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Zweitkanal, Broski. Ja, Freunde, und heute ist es endlich soweit. Heute geht's los, 1. Dezember, der Bro-Zember startet. Das heißt, ab heute jeden Tag bis zum 24.12. eine Karrierefolge. Ich freue mich unfassbar auf das Projekt. Jungs, das wird sehr, sehr geil. So wie ich das mitbekommen habe, habt ihr da auch Bock drauf. Deshalb supportet diese Serie auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Wir machen hier eine absolute Oldschool-Karriere auf, ja, Oldschool-Basis. Die Videos werden natürlich geschnitten. Das ist jetzt nicht so ein komplettes Uncut-Ding. Ich hoffe auch, beziehungsweise ich versuche den Schnittstandard so weit oben wie möglich zu halten. Aber ihr könnt das jetzt nicht mit der Schalke-Karriere vergleichen, wo wir Real-Life-Szenen und so gedreht haben. Das ist halt aktuell wegen Corona und so. Und auch weil es ein Zweitkanalprojekt ist, nicht möglich. Deshalb ein schönes Oldschool-Karriere-Ding hier, Freunde. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn ja, smasht auf jeden Fall alle den Daumen nach oben. Ihr müsst mir weiterhelfen. Ich bin nicht so der Pro. Ja, schreibt gerne Transfervorschläge und so in die Kommentare. Was sollen wir sonst noch machen? Worauf muss ich achten? Was ist für den Verein wichtig? Ganz wichtig dabei nur, schreibt man nicht diese absoluten Standardtalente rein. Ja, ich muss jetzt hier nicht den 500. Karrieremodus machen, wo ich in der ersten Saison Kammerwinger hole und sowas. Ne? Dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Wir versuchen das Ganze nämlich so ein bisschen realistisch anzugehen. Denn ihr dürftet abstimmen für den Verein, den ich in dieser Karriere benutzen werde. Und das ist der HSV, Freunde. Grüße gehen raus an alle Hamburger. Die haben sich durchgesetzt im Voting. Ich glaube knapp vor Werder Bremen und AC Mailand. Ich blende euch das hier nochmal ein. Das finale Voting. Der Hamburger SV hat gewonnen und unsere Mission ist natürlich ganz klar der Wiederaufstieg. Wir wollen zurück in die erste Bundesliga und wir wollen mit dem HSV auch wieder dahin kommen, wo wir eigentlich hingehören. Ne? Und zwar eigentlich früher immer einer der größten deutschen Vereine gewesen. International die Bundesliga vertreten. Absolute Star damals am Start gehabt. Ich erinnere mich noch an Rafael van der Vaart, Guerrero damals mit dem legendären Flaschenwurf. Waren schon geile Zocker früher bei Hamburg und wir wollen die auf jeden Fall wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. Und Freunde, dann würde ich sagen, legen wir auch mal ganz entspannt los. Ich bin hier schon in die Karriere reingegangen und okay, das ist krank, das ist krank. Ich wollte eigentlich den European International Cup nehmen, aber im European Shield ist RCD Mallorca drin. What the fuck, wie random ist das denn, Alter? Wir nehmen so safe den European Shield Cup. Ey, ich hoffe, ich krieg den RCD Mallorca als Gruppenkontrahent. Denn Freunde, Rüdiger Rammel ist wieder am Start. Der Hamburger SV freut sich mit Rammel auf die Zukunft. Rüdiger Rammel hat natürlich auch ein kleines äußerliches Update bekommen, ja. Ist jetzt hier in einem schönen Anzug unterwegs, ja. Sieht sexy aus. Und der wird jetzt den großen HSV übernehmen. Der HSV geht mit Rammel ein großes Risiko ein. Denn allzu große Erfahrung kann Rammel nicht vorweisen. Bruder, ich habe mit Schalke alles rasiert. Ich habe mit RCD Mallorca alles rasiert. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Das ist ein Skandal. Und wir sind so, halt's Maul, wie random ist das? Wir sind mit RCD Mallorca in einer Gruppe. Ey, ich kann es keinem erzählen. Das kannst du gar keinem erzählen. Das ist wild. Und da geht es direkt um die Ehre wahrscheinlich gleich im ersten Spiel. So, wir haben auf jeden Fall ein paar Nachrichten bekommen. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen FIFA 21 Karriere gespielt. Ich bin jetzt aber nicht so der absolute Pro. Hier so ein paar Infos über European Continental Shield. Ja, brauchen wir nicht. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Ich habe übrigens die Transfereinstellung auf strikt gemacht. Das heißt, wir könnten jetzt, glaube ich, gar keine Spieler direkt vom Rivalen holen. Und es ist halt so ein bisschen schwieriger, halt auch mit schlechteren Vereinen bessere Spieler zu holen. Ne? Das haben wir da auf jeden Fall eingestellt. Und was ja neu ist, wir kriegen direkt Jugendspieler direkt von Anfang an. Und ich würde sagen, da schauen wir auf jeden Fall mal rein, ob da was Interessantes dabei ist. Und der Brandt hier, Sam Brandt, ist ein Norweger. Sieht gar nicht mal verkehrt aus. Ich würde sagen, den nehmen wir mal mit ins Jugendteam. Ah, ne, der ist ja schon im Jugendteam. Okay, den können wir jetzt zum Profi befördern. Sieht alles gar nicht mal so verkehrt aus. Also zumindest hier dieser Wicklund und Brand. So, dann haben wir jetzt hier noch unsere Vision und Erwartung vom HSV. Denn beim HSV werden die Erfolge nicht nur an den Ergebnissen auf dem Rasen gemessen. Es gilt, einen Markt zu stärken, das Geschäft auszubauen und die Fans zufriedenzustellen. Ja, das wird wichtig. Der HSV war lange Zeit so unabsteigbar. Und jetzt befinden wir uns im zweiten. Oder es ist mittlerweile das dritte Zweitliga-Jahr, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube, das dritte Zweitliga-Jahr. Wir gucken auf jeden Fall mal. Unser Ziel ist es, in der zweiten Liga direkt aufzusteigen und Meister zu werden. Wir sollen 4 Spieler in der Jugendakademie für Torwart, Verteidiger, Mittelfeld, Sturm, also für jeden Bereich verpflichten. 10 Siege in der Liga, eine Markenpräsenz. Wir sollen einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft, Position Mittelfeld und Stürmer holen. Also der Vorstand sagt auf jeden Fall, wir sollen uns auch Stars holen. Okay. Und diese Saison mit einem Gewinn von 3 Millionen Euro beenden. Alles klärchen. So, dann haben wir jetzt hier noch die Scouts, aber ich würde sagen, die stellen wir gleich manuell nochmal ein.
Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal in die Teamzentrale, beziehungsweise wir gucken uns mal das Team an und machen dann so einen kleinen Leistungscheck. Der HSV spielt hier standardmäßig im 3-4-2-1. Ein paar Spieler spielen auch auf absolut falschen Positionen. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ich werde auf gar keinen Fall ein 3-4-2-1 spielen. Ich bin vorgeschädigt von Dreier- und Fünferketten wegen Schalke. Ich denke mal, bei uns wird es ein ganz klassisches 4-2-3-1 oder 4-4-2. Das müssen wir mal schauen. Ich habe auch versucht, mich so im Vorhinein ein bisschen mit dem HSV-Kader auseinanderzusetzen. Das heißt, mal so ein bisschen zu schauen, wen feiern die Fans, wer sollte auf jeden Fall gesetzt sein, wer nicht. Windsheimer zum Beispiel aktuell hat sogar 5-Star-Weakfoot, das ist echt stark. Windsheimer hat sogar relativ viele Vorlagen aktuell. So, Terodde, das ist der Main Man, Alter. Wenn du in der zweiten Liga aufsteigen willst, hol dir Terodde. Der macht immer gefühlt seine 20 Hütten. Außenverteidigung sind wir, finde ich, sehr gut besetzt. Wir haben mit Leibold und auf der anderen Seite, kann sein, dass der aktuell verletzt ist, Wanyoman, eigentlich sehr, sehr talentierte Leute. Van Drongelen haben wir noch am Start, den finde ich auch nicht verkehrt. Duziak hat, glaube ich, auch schon 5 Vorlagen oder so in der Liga. Der war jetzt auch nicht verkehrt. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Ich würde sagen, Star der Mannschaft ist auf jeden Fall ganz klar Ulreich so. Also der ist halt echt extrem stark für einen Zweitligatorwart da mit 79 zu haben. Das ist schon mal sehr, sehr, ja, solide, würde ich sagen. Ich würde gucken, dass ich jetzt mal ein paar Spiele auf die Transferliste setze und dann schauen wir mal. Und ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, wen ich absolut niemals verkaufen darf. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeschaut, habe ein paar Spiele auf die Transferliste gesetzt. Ich weiß nicht, kann ich das hier irgendwo nachsortieren? Nach Transferliste? Keine Ahnung. Ich würde sagen, dann machen wir es mal positionsmäßig. Da habe ich Hinterseher und Bobby Wood auf die Transferliste gesetzt. Wären jetzt, glaube ich, nicht gesetzt, weil wir halt einfach ganz vorne Terodde haben, der auf jeden Fall Nummer 1 Stürmer werden soll. Und wir haben halt mit Windsheimer noch einen relativ jungen, der auf jeden Fall auch aktuell in Real Life halt schon ein paar Vorlagen gemacht hat, was definitiv nicht verkehrt ist. Für die Außen möchte ich Kittel und Jatta auf jeden Fall erstmal behalten. Narey habe ich auf die Transferliste gesetzt. Bei Aaron Hunt ist halt die Frage, wollt ihr Hamburger den behalten? Keine Ahnung, ich habe ihn jetzt erstmal hier gelassen. Einige junge Spieler wie Quarteng habe ich auf die Leihliste gesetzt. Kim Zombie kann weg auf die Transferliste. Den Fabisch hier habe ich auch nochmal auf die Leihliste gesetzt. Dujak, den würde ich glaube ich erstmal gesetzt halten tatsächlich. Yasula habe ich auf der Transferliste. Der muss jetzt nicht zwangsläufig weg. Würde ich eher so als Backup-Rotationsspieler einplanen. Da ist halt die Frage, kriegt man ein gutes Angebot oder nicht. Onana bleibt, Alter. Alleine der Name ist geil. 18 Jahre, 64er Rating. Sieht sehr talentiert aus. Auf der rechten Verteidigerposition haben wir Yamera. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Und Wanyoman. Wanyoman ist halt viel variabler einsetzbar und auch noch einen guten Tacken jünger. Deshalb habe ich Yamera erstmal auf die Transferliste gesetzt. Innenverteidigung jung habe ich mich dazu entschieden, ihn abzugeben. Weil ich würde sagen, Van Drongelen ist auf jeden Fall Innenverteidiger Nummer 1. Und daneben haben wir mit Ambrosius und David noch zwei junge Leute, die wir auf jeden Fall gut ranführen können. Und wir haben auch noch Moritz Haier, der frisch gekommen ist, genauso wie Toni Leisner. Also in der Innenverteidigung sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt. Dann den Hein hier, den habe ich auch nochmal auf die Leihliste gesetzt. Und im Tor, ja, da haben wir Ulreich, Mikkel und Heuer Fernandes. Ulreich ist auf jeden Fall gesetzt. Ich habe sowohl Heuer Fernandes als auch Mikkel auf die Transferliste gepackt, weil einen von denen können wir auf jeden Fall loswerden. Ich denke mal, selbst ein Mikkel als Backup-Torwart, als zweiter Torwart mit 64 geht vollkommen für die zweite Liga in Ordnung. Deshalb können wir uns da vielleicht ein bisschen Kohle einsparen und dann sollte das Ziel sein, dass wir uns einen jungen Torwart als dritten Keeper holen. Weil jetzt hier 3 Torhüter für die zweite Liga, das ist schon echt gut besetzt, muss man sagen, aber rein geldmäßig bräuchten wir das nicht. Achso, und links Leibold natürlich gesetzt, ne? Seit 1.2019 im Verein, ist aber Kapitän, ist einer der besten Spieler, der spielt natürlich safe. So, ich würde sagen, dann erstellen wir jetzt mal eine neue Taktik, beziehungsweise eine neue Formation. Ich würde fast sagen, es wird so ein 4-4-2 oder ein 4-2-3-1. Ich probiere einfach mal ein bisschen aus. Oder vielleicht ein 4-3-3, dass wir versuchen, geilen Offensivfußball zu spielen. Also das Ziel sollte ja eigentlich auf jeden Fall Aufstieg sein. Ich mache mal ein 4-3-3 da draus, weil wir haben halt zum Beispiel mit Bakary Yatta auch einen extrem schnellen Flügelspieler. Kittel, der auf links außen auch spielen kann, der sogar 4 Sterne Skills, 5-Star Weakfoot hat. Müssten wir mal schauen, aber ich will auf jeden Fall eine Viererkette spielen. Ich weiß nicht, ob Hamburg in Real Life aktuell immer Dreier- oder Fünferkette spielt, aber ist einfach wirklich gar nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Freunde, das wäre jetzt tatsächlich aktuell meine erste Elf, die ich spielen lassen würde. Ah, ne, Quatsch, okay, das ist falsch. Windsheimer soll ja nicht auf außen, da soll Bakary Yatta hin. Das wäre so aktuell die erste Elf im 4-3-3. Defensivere Ausrichtung, dass wir auf jeden Fall einen klaren Sechser haben. Ich würde mir aber tatsächlich ganz gerne einen Ersatz für Yasula holen. Der Typ ist auf dem Platz ein übelster Drecksack. Das feiere ich auf jeden Fall. Aber jetzt keiner, mit dem ich langfristig in der ersten Elf planen würde. Genauso wie Aaron Hunt. Solche Leute im Kader zu haben, als erfahrene Leute, finde ich eigentlich ganz nice. Deshalb würde ich sie jetzt ungern direkt abgeben. Aber ob die jetzt welche für die erste Elf sind, keine Ahnung. Also das wären auf jeden Fall schon mal zwei Positionen, die ich hier neben Dujak
Duziak, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, neu besetzen würde. Also 9-8er, eine 9-6er. Verteidigung, finde ich, sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Leibold, Kapitän, ist gesetzt. Van Drongen, super talentierter Innenverteidiger, feiere ich auch in Real Life. Ulreich ist gesetzt. Leistner sieht jetzt auch erstmal nicht verkehrt aus, wobei man sich dann natürlich überlegen könnte, ob man sich da was Neues holt. Andererseits haben wir halt zum Beispiel mit Ambrosius und mit Jonathan David zwei richtig talentierte Innenverteidiger. Also keine Ahnung, ob man da jetzt zwangsläufig noch was machen muss. Banjoman ist rechts für mich eigentlich auch erstmal gesetzt, 19 Jahre jung, gutes Rating. Und wir haben halt rein theoretisch auch immer noch den Giamera, oder wie man auch immer den ausspricht, keine Ahnung, da müsst ihr mir helfen, haben wir auch noch auf der Bank, ne? So, dann haben wir Narey noch für die Außen. Der kann ehrlich gesagt weg, da würde ich mir vielleicht irgendwie was Jüngeres holen und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Tempo, weil was ja ganz nice ist, was man in FIFA 21 machen kann, wir können ja Spieler umformen und denen eine andere Position geben. Was ich mir gerade schon gedacht habe, denn der Kittel, der kann ja ZOM spielen. Das heißt, wir könnten theoretisch aus Kittel einen Achter machen, da hat er jetzt aktuell minus 5, die Position können wir ihm ja antrainieren. Dann spielen wir Kittel ein bisschen zentraler, weil er hat halt eigentlich nicht so das Tempo für außen. Ist jetzt hier bei 73 Gesamttempo und wir holen uns dann einen neuen Flügelspieler. Das zum Beispiel was, was wir uns überlegen könnten, aber da ganz gerne auch wieder alles rein mit in die Kommentare, ja, ihr müsst mir helfen. Die erste Elf steht auf jeden Fall, was ich als erstes machen möchte. Wir haben 12 Millionen Transferbudget, was wirklich überragend ist. Ich würde mir ganz gerne zusätzlich noch einen neuen Scout holen. Wir haben hier einen 3-Sterne, 4-Sterne Scout. Vielleicht können wir uns hier noch was Geiles holen. 4-Sterne, 5-Sterne Scout. Ich würde sagen, den holen wir uns direkt. Kostet 3,2 Millionen. Levin Krüger, aber den nehmen wir mit. Der HSV hat ja auch in der Vergangenheit eigentlich immer wieder ganz gute Jugendtalente rausgebracht. Nur die haben dann irgendwie nie lange bei Hamburg gespielt oder sind halt schon irgendwie relativ früh gewechselt. Ne? Also mir fallen spontan jetzt gerade Demir bei ein. Jonathan Tah war ja auch dort. Jerome Boateng, der zum Beispiel damals gespielt hat. Also die haben ja wirklich krasse Maschinen rausgebracht. Das soll auch unser Ziel für diese Karriere sein. Wir wollen mit einer starken, jungen Truppe den Aufstieg in die erste Liga schaffen. Und dafür brauchen wir natürlich auch gute Scouts. 9 Monate ab nach Deutschland. Leonard Fuchs, da haben wir noch einen zweiten Scout. Ich würde sagen, den schicken wir auch noch mal los. Ich habe keine Ahnung, wohin, wo gibt es gute Talente. Naja, aktuell ist ja gefühlt alles, was zwei Beine hat und Franzose hat, im Weltfußball irgendwie super talentiert. Also würde ich sagen, nehmen wir noch einen französischen Scout mit. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal 2 Stück am Start. Und bevor wir jetzt irgendwas machen, wir sind immer noch am ersten Tag. Rüdiger Rammel hält immer noch stolz das Trikot hoch. Können wir jetzt das neue Feature nutzen? Das ist nämlich richtig nice, das feiere ich. Und zwar die Entwicklungspläne. Da können wir mal drauf gehen. Hier können wir jetzt verschiedene Sachen trainieren. Zum Beispiel beim Ulreich könnte ich jetzt dem Torwart Libero geben, dass der ein bisschen Weakfoot, Stellungsspiel, Abschlag und Fangsicherheit trainiert. Finde ich eigentlich ganz nice. Also die meisten Backups würde ich hier eigentlich auf ausgeglichen lassen. Der Leibold hat jetzt schon gute Arbeitsraten nach oben. Ich würde sagen, den lassen wir dann noch ein bisschen Defensive trainieren, dass er auf jeden Fall auch seine Seite festhält. Dann haben wir jetzt hier noch die jungen Spieler. Für Hein gilt eigentlich das Gleiche. Der hat auch da schon eine gute Arbeitsrate. Leisner kriegt ein Libero. Moritz Heyer kriegt auch ein Libero. Van Drongelen hat jetzt nicht wirklich gute Pass- und Dribbelwerte. 4 Sterne schwacher Fuß, was extremst nice ist. Ich glaube, Van Drongelen ist aber auch tatsächlich in Real Life eher so ein Brecher, oder? Ist das wirklich ein technischer Innenverteidiger? Ich weiß nicht, das müsst ihr mir sagen. Ich würde mir jetzt einfach mal einen defensiver Innenverteidiger geben. Und dann gucken, dass wir Ambrosius und David mal mitspielender Verteidiger geben. Vielleicht können die sich da ganz gut entwickeln, weil einen Innenverteidiger zu haben, der ein bisschen das Spiel aufbauen kann, ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. So, Onana geben wir hier mal ballerobernder Mittelfeldspieler. Also der soll ja so ein richtiger Sechser werden, der halt die Bälle abfängt. Yasula, der ist 30, lassen wir erstmal auf ausgeglichen. Bei Duziak mache ich mal einen Spielmacher drauf, weil der soll natürlich auch die Bälle verteilen. Wir haben einfach Farbisch mit einem Afro, Alter. Sick, okay. Sieht ehrlich gut aus. Kid Zombie. Hier hätten wir ein Positionstraining. Nee, brauchen wir aber nicht. Mache ich auch mal Allrounder einfach. So, und jetzt sind wir bei Sonny Kittel angelangt und dem würde ich halt ganz gerne ein Positionstraining geben auf ZM. Okay, das dauert 358 Wochen. Bild. Da würde ich sagen, machen wir erstmal ZOM. Das sollte, glaube ich, erstmal passen. Okay, das dauert nur 2 Wochen. Das ist ganz gut. Probieren wir erstmal das. Okay, wild. Hätte ich nicht gedacht, dass es 358 Wochen sind. Aber vielleicht muss man auch erst zu ZOM trainieren und dann zu ZM. Keine Ahnung. Zur Not ändern wir noch was an der Formation. Aber ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, den in die Mitte zu ziehen, den Kittel. Und uns halt was Schnelles auf Außen zu holen. So, dann haben wir das jetzt auch durch. Ich habe jetzt hier nicht alles direkt gezeigt, wie ich die trainieren lasse. Ich glaube, das wäre dann auch irgendwie ein bisschen zu viel und übertrieben. Aber dass ihr da auf jeden Fall auch einen Überblick habt. Jetzt geht's ans Scouting. Da müssen wir auch noch ran.
Wie gesagt, ihr könnt mir gerne auch Spielervorschläge machen. Wir haben einen Scout in Deutschland, Frankreich, dann haben wir einen Spielerscout und einen nach Brasilien geschickt. Das finde ich ein bisschen wild. Ich würde da mal den Zielort ändern und würde sagen, wir gehen nach Holland. Weil in der Eredivisie gibt es eigentlich auch immer ganz stabile Talente, die man vielleicht für eine günstige Mark sich abholen kann. Wir gucken mal, was wir hier schon mal haben. Stammspieler, Qualität, Spielmacher. Okay, das passt eigentlich. Da wollen wir einen haben. Dann haben wir vielversprechend. Da ändere ich nochmal auf Stammspielerqualität, weil wir wollen natürlich auch junge Spieler haben, die uns direkt weiterhelfen. Stürmer-Stammspielerqualität bräuchten wir jetzt nicht direkt. Was wurde uns da vorgeschlagen? Lukas Höhler von Freiburg, Julian Schieber von Augsburg. Ich hätte eigentlich ganz gerne einen Stammspieler, der sehr viel Tempo mitbringt für den linken Flügel. Da mache ich mal linkes Mittelfeld und wenn das nicht ausreicht, dann können wir hier auch nochmal das für Flügelstürmer machen. Ich meine, wenn wir einen Rechten finden, der auch links spielen kann, ist das ja auch nicht verkehrt. Aber wir brauchen auf jeden Fall was Neues für die Außen. Und ich hätte dann, wie gesagt, ganz gerne noch einen richtigen Abräumer. Ne? Da mache ich mal Stammspielerqualität und dann defensiver Mittelfeldspieler. Also das, finde ich, brauchen wir auf jeden Fall noch. Können wir mal gucken, das wären jetzt so die Sachen, die ich suchen würde. Vielleicht noch das Stürmer-Stammspielerqualität wegmachen und uns irgendeinen erfahrenen Mann suchen. Das wäre natürlich auch sick. Irgendjemanden, der uns halt auf dem Weg in die zweite Liga helfen will. Das wäre so mein Plan. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal rein ins Training. Das ist ja jetzt hier auch neu. Ich weiß, dass wenn man die Übung einmal gespielt hat, man auf ein besseres Resultat als D kommt. Aber sollen wir das machen? Soll ich die Trainings dann einmal selber spielen, dass wir die besser haben? Oder ist das quasi Cheaten? So, die Spieler sind auf jeden Fall erstmal froh, dass sie auf der Transferliste sind. Ich erzähle denen jetzt, dass ich das super finde. Ja, wir sind uns einig. Und Tim Leibold, der Kapitän, kommt. Hallo, Boss. Im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich beim Hamburger SV begrüßen. Tim Leibold, das heißt für dich auch immer noch Herr Rammel. Schön, dich kennenzulernen. So, gerade eine Nachricht bekommen. Die Scouts sind auf jeden Fall auch schon unterwegs. Und das ist halt krank, ne? Unser erstes Spiel mit dem HSV. Unser allererstes Spiel in dieser Karriere ist gegen den RCD Mallorca. Und es gibt direkt Unruhe im Team, weil der Assistenzcoach sagt, Bruder, gib mal lieber Aaron Hunt die Binde. Digi, Tim Leibold, ich habe mich doch gerade gefreut, den kennenzulernen. Was ist denn da los? Ja, einfach direkt Unruhe im Team, Alter. Herzlich willkommen beim HSV. So, und dann gehen wir rein in unser erstes Match. Fevers ist am Start, die ganzen Legenden, Freunde. Wir simulieren den Schinken, aber nicht als Schnellsimulation, sondern mit dem neuen Feature in FIFA 21. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Der HSV in seinem ersten Spiel gegen den RCD Mallorca. Wen haben die auf der Bank? Kenne ich da noch einen? Ahmad kenne ich. Valjen kenne ich auf jeden Fall noch. Okay, krass, Alter. Das ist einfach nur krass. Ich bin mal gespannt, wie es hier aussieht. Gegen die alte Liebe, Alter. Das ist zu wild. So, die Männer sind im Angriff. Terodde, Junge. Den musst du doch machen, Bruder. Den musst du doch machen. Du bist doch unser Zweitligastar. Ey, aber Freunde, wie findet ihr das neue Feature hier? Dass man sich die Simulation so angucken kann. Man muss das ja jetzt nicht in jedem Spiel machen. Aber das ist schon sick, Alter. Und da ist die erste Bude. Aaron Hunt, Alter, mit der Nummer 14. Schnitzt rein. Guter Mann, Alter. Oh, der RCD kommt. Der RCD kommt. Es ist Fevers am Ball. Ey, wer kann sich noch dran erinnern? Die legendäre Zeit mit dem RCD Mallorca. Ich spiele ja einfach gegen meine alte Liebe. Oh, fuck. Oh, fuck! Fevers! Ey, Bruder! Mach doch nicht so! Okay, Freunde, ich muss mir positives Karma holen. Ich muss mir positives Karma holen, Alter. Der HSV muss das Ding machen. Okay, Freunde, die erste Halbzeit ist vorbei. Sieht nach Weekend League aus. Zwei Torschüsse, zwei Tore in dem Spiel. Wir gucken mal, wie es hier aussieht, wer bis jetzt eine gute Partie macht. Terodde mit einem 7,3. Fevers, bis jetzt Man of the Match mit 8,3. Han 7,9. Der Einzige, der so ein bisschen in der Luft hängt, ist Kittel. Und ich würde sagen, den wechseln wir da mal aus. Oder wir füllen ihn mal an die neue Rolle ran. Auf ZM. Da muss aber Han raus, der unser Torschütze war. Dann bringen wir mal Narey. Ja, Kittel. Probier mal. Das soll deine neue Rolle werden, also gib Gas. Let's... Was? Oh mein Gott, ich Idiot. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt, Alter. Lost in Space. Dani Rodriguez, RCD Mallorca 2-0. Bruh, ich habe mich gerade gefreut. Ich dachte, das wäre eine Hütte für uns. Was ist denn hier los, Männer? So, komm, Narey. Mach mal was. Gib mal Gas, Terodde! Let's go! 2-2, Terodde, Alter. Starkes Ding, Junge. Boah, ganz stark, der Terodde. Ganz stark. Das ist ja Barcelona, Tiki-Taka. Oh ja, oh ja!
Simon Terodde mit dem Hattrick. Ah ne, Doppelpack ist es. Doppelpack. Erstes Tor hat ja Aaron Hunt gemacht und darauf wird er auch direkt ausgewechselt. Ich habe Winsheimer und Onana gebracht, aber Terodde spielt den Doppelpack. Ich hab's euch gerade gesagt, wenn man in der zweiten Liga Action machen will, braucht man Simon Terodde. Jetzt kommt wieder der RCD. Aber Führung sieht gut aus. So, gibt's noch ein viertes. Digga, guck dir das mal an, wie die am Kombinieren sind, Alter. Das ist ja komplett krank. 90. plus 1. Mach kein Auge, Mallorca. Mach kein Auge. Machen kein Auge, Alter. Für den RCD 3-2 gewonnen. Stark. Im allerersten Spiel als Trainer kurz gegen die alte Liebe gewonnen. Es tut mir leid, lieber RCD, okay? Es tut mir leid. Okay, Freunde, und dann würde ich sagen, bin ich für die erste Episode auch erstmal raus. Wir haben noch ein Transferangebot bekommen für Duziak von Fenerbahce für 4,2 Millionen. Will ich aber nicht annehmen. Der Typ soll bei uns gesetzt sein. Erste Maschine, Freunde. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Ihr müsst mir helfen. Transfervorschläge. Haut da in die Kommentare, was soll ich besser machen, was soll ich anders machen, habt ihr sonst noch Tipps? Ich habe jetzt hier in der ersten Folge nicht direkt zu viel gemacht, weil ich wollte jetzt nicht in der ersten Folge direkt den halben Kader verkaufen, ohne dass ihr mir Feedback geben könnt. Deshalb alles hier unten in die Kommentare und genau, am 4. Dezember kommt ja auch dann die neue Version auf der PS5. Das heißt, ich werde jetzt auch in den ersten Episoden nicht direkt das ganze Team verkaufen und am Ende der 5. Saison sein, weil ich dann halt sozusagen alles auf der neuen Konsole nochmal nachstellen muss. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich dann, keine Ahnung, gefühlt nicht in der nächsten Episode schon direkt den Liga-Start hat, sondern wir werden uns ganz langsam reintasten. Wir haben ja auch einige Folgen vor uns. Ich gucke, dass die Karrierevideos immer so zwischen 10 und 20 Minuten gehen, je nachdem. Hoffe, ihr feiert das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.